Hallo lieber YouTuber. So, wir kommen direkt zum Punkt. Du machst Videos, ich mach Videos, jeder auf YouTube macht Videos. Was ist das größte Manko? Genau, das Aufnehmen der Videos benötigt was? Genau, Speicherplatz. Haben wir die? Ein bisschen. Reicht das wirklich? Ist immer so eine Sache. Nun, in diesem kleinen Tutorial will ich dir erklären, wie wenn du ein Video aufgenommen hast zu einem Videospiel oder vielleicht zu einem Tutorial zu irgendetwas, wie du es am besten verkleinern kannst, ohne dabei Verluste einstreichen zu müssen. Also Verluste in der Qualität, beziehungsweise bei deiner Aussprache. Ich meine, bei einem Tutorial oder einem Let's Play, wie wir es kennen, musst du viel reden. Und wenn der Zuschauer das nicht versteht, dann klickt er weiter, oder? Nun, als kleines Beispiel dafür habe ich hier eine Aufnahme von mir von The Elder Scrolls Dawnguard. Das ging eine halbe Stunde und ist 25 GB groß, bis ich das bei YouTube hochgeladen habe. Ja, bin ich 30 Jahre alt, ne? Und daher, Wahnsinn, oder? Nun, nachdem ich damit mein Programm, hier mein Videoschnittprogramm Corel Video Studio bearbeitet hatte, beziehungsweise eben in ein mit, ihr kennt ja Titel, Einführung, Pipapo gemacht hatte, habe ich es in ein MPEG-4 verwandelt. Moment mal, ist das schon? Nein, Moment. Erst wurde es hier in ein sogenanntes, kennen wir alles, MPG verwandelt. Durch mein Schnittprogramm. Danach nur noch satte 1,73 GB. Klingt schon mal besser, oder? Also besser auf jeden Fall als 25 GB. Da seid ihr lange dran am Hochladen, je nach Leitung. Nun, jetzt kommen wir zum eigentlichen MPEG4. Wie ihr sehen könnt, nur noch 500 MB groß. Jetzt denkt sich der eine, sag mal, hat der Junge einen an der Waffel? Von 25 GB, also 20 GB habe ich gestrichen. Und ich habe keine Qualitätsverluste, wenn ihr mir nicht glaubt. Kommt auf meinen Kanal und schaut euch Skyrim Dawnguard an. Und ihr werdet sehen, das hat immer noch die beste Qualität und sogar noch auf HD-Auflösung und 1A. Das benutze ich jetzt eigentlich bei allen meinen Videos. Doch, ich benutze jetzt seit allen meinen Videos und dafür habe ich nur ein Tool. Und das Beste ist, es ist umsonst. Nenn ich genau, habe ich schon mal ein Video gemacht, aber das ist schon ein paar Jahre her. Any Video Converter. Wirklich ein super Tool. Sehr schnell zu verstehen. Müsst ja nicht mal viel drücken. Es ist simpel, einfach und für Leute, die keine Zeit haben oder jetzt mehrere Videos hintereinander bearbeiten wollen, beziehungsweise verkleinern wollen, ideal geeignet. So, als allererstes, wir haben es runtergeladen, Link natürlich in der Beschreibung. Wir ziehen einfach unser Videoprodukt, was wir haben, rein. So, jetzt haben wir komplett hier schon Anzeigen, also wir haben 50 Bilder, die da laufen, die Videogröße. Ist natürlich immer anders. Ich habe eine PC-Auflösung von 1920 mal 1024. Also es liegt am Aufnahmeprogramm, wie das aufnimmt. Dann hier oben, wem MP4 hat die beste Qualität. Ihr könnt auch AVI nehmen oder ein anderes Format. Ich empfehle MP4. Und was noch? Hier könnt ihr auch die Größe immer noch einstellen. Zum Beispiel ist 1280 mal 720 für YouTube gut geeignet. Ihr könnt aber dennoch ein anderes Format nehmen oder das Original nehmen. Ich meine, ihr braucht keine große Auflösung für ein Musikvideo, wo ein blaues Bild ist, wo drauf steht Musik von Hans-Johann Wurst, oder? Da braucht ihr keine 1029, das kostet nur wertvollen Speicher. Also lohnt sich das nicht. Aber ein Skyrim hier, das will man ja sehen. 1280 Videobitrate könnt ihr lassen. Frames könnt ihr hier entweder Auto einstellen oder 30. Bilder sind eben, damit es quasi flüssig ist und nicht aussieht wie eine Diashow aus dem Zweiten Weltkrieg, koordinieren. Das heißt, die Umwandlung. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Konvertieren drücke, dann wandelt er das Video in eure Einstellung um. Und wenn ihr es jetzt zum Beispiel zweimal macht, dann ist es noch besser. Dauert aber länger. Und bis jetzt einmal hat immer gereicht. Wer unbedingt sicher gehen will und Zeit seines Lebens hat, der kann noch zweimal drücken. So, und wenn natürlich jetzt irgendwelche Musikvideos macht oder auch Let's Plays macht, wichtig, der Sound. Sound, ja, ne? MP3 auf jeden Fall ist wichtig. Die Bitzahl eben, die ist die Qualität eben. 320
Ich würde dir noch 256, je nachdem, aber 320 habe ich immer. Da hört man es gut. Daher würde ich das auch so lassen. Nun, das waren eigentlich schon all die Einstellungen. Jetzt könnt ihr auf Konvertieren drücken und dann läuft es und ihr könnt euch jetzt eine Tasse mit Kaffee holen oder im Dreieck springen. Auf jeden Fall läuft er jetzt weiter. Würde jetzt nichts nebenbei wirklich laufen lassen. Das dauert je nachdem, je nach Größe. Kann es jetzt hier vielleicht 5 bis 10 Minuten je nach Rechenleistung kommen. Ich habe hier einen iCore 7 mit 6 Kernen drin. Jeder Kern hat 2 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher und eine Nvidia-Grafikkarte mit 1 GB Arbeitsspeicher und irgendwie 2 TB Festplatte. Also auch bei mir, auch wenn ich eine gute Leistung habe, brauchst länger. Also wer einen älteren Rechner hat, der sollte sich vielleicht einstellen. Vielleicht läuft gerade die WM oder so oder sonst was. Könnt ihr das gucken? Oder mir geht so lange noch ins Kino? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, lasst nichts neben dran laufen, sonst kann es auch zu Fehlern kommen. Ansonsten gäbe es eigentlich nichts dazu zu sagen. Das ist eigentlich alles. Der Ordner, wenn es fertig ist, kommt eine Meldung. Da könnt ihr euch direkt in den Ordner hinführen lassen, wo das abgelegt ist. Ist aber meistens dann hier, seht ihr, Bibliothek, Dokumente, AnyVideoConverter und dann eben an sich das Format. Ihr könnt ihr eben andere Formate noch nehmen. Da kommt dann AVI und so. Da könnt ihr es direkt weiterleiten lassen. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind, bitte unten in die Kommentare. Lob, Kritik natürlich auch dorthin. Und ansonsten schaut auf meinen Kanal vorbei. Bis dann.